Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Thierry Horvern hier, mit der neuen Aufnahmesoftware. Ich lass mich überraschen, ja. Können wir einmal gucken, wie was die Frames so sagen. Mal gucken. Ist alles Neuland, ne? Ich fange quasi wieder bei Null an hier. Aha, der Mais ist fertig. Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Nee, F1, so. Ja, dann. Maisdrillen fertig, das ist ja super. Ich habe eben schon gesehen, dass ich den Deutz eingespannt habe. Das heißt, wir haben hier Druck. Ne? Hier ist richtig Druck im Spiel. Ja, Torschusspanik, immer noch, ne? Wir müssen fertig werden. Wer weiß, wie lange wir den 15er noch spielen werden. Und, ja. Ich habe jetzt noch nicht keine Zeit, hier stundenlang die richtigen Einstellungen zu suchen. Mir sind erstmal nur wichtig die Frames, ne? Weil, ich hatte beim Aufnehmen so starke Frame-Drops immer. Und, das hat man in den Aufnahmen auch gemerkt. Also, ne, ist klar, wenn keine Bilder da sind, kann ja auch keiner aufnehmen. Und ich habe jetzt diesen Begrenzer drin, ne? Also, bis maximal 60 Frames, ne, und mal gucken, ob wir die immer schön halten, die 60 Frames. Und danach muss ich dann Bildqualität optimieren. Also es geht nur. Was ist mit meiner Fernbedienung? Hallo? Ist die Batterie jetzt ganz leer oder was? Oh nein, YouTube. Ich brauche eine neue Batterie für meine Fernbedienung. Ja. Gott sei Dank, ich wollte auch schon einen Stein schmeißen. Jetzt geht es darum, die richtige Einstellung zu finden, einfach nur noch, ne? Dass man ja den besten Mix hat zwischen idealer Aufnahmequalität und noch hochladbar, ne? Ich kann hier nicht 10 Stunden hochladen jeden Tag, das funktioniert nicht, ne? Und zumal ich kann da nicht telefonieren, weil ich habe hier Voice over IP, ne? Und Skype oder TeamSpeak kann ich dann auch voll vergessen, ne? Bin ich nur am Rumlegen, ne? Wenn ich hochlade, ne? Also müssen wir das so ein bisschen, ja, die Videoqualität der Internetleitung anpassen oder das Nutzerverhalten, ne? Manche machen ja auch nachts dann, ne? Lassen das Ding einfach nachts durchrappeln und dann wird es halt auch hochgeladen, mache ich aber nicht. Ja. Oh, hier sind, hier schaffe ich die 60 Frames nicht. Rechner zu schwach. Ne, ich habe hier eh nur so einen, ich habe ja hier so einen alten Klappcomputer, ne? Ist auch nicht das neueste Modell. Hab schon ein bisschen darauf geachtet, dass ich mir was Vernünftiges hole. Ihr wisst das, ich bin XMG-Fan, ne? Ich habe also alles nur von XMG. Stimmt nicht ganz, meine Frau hat noch ein HP Elitebook. Das war ein ganz altes Laptop von mir. Ja, aber die macht damit auch nicht wirklich viel, ne? Die guckt auch nur. Also das meiste, die haben alle so riesen Smartphones heute, die Damen, ne? Zumindest meine Dame. Und alles nur mit dem Smartphone, ne? Am Abchecken und so, ne? Die nicht mal, ich glaube nicht mal ihr Amazon oder so, nichts, ne? Die machen alles nur noch über das Smartphone, ne? Naja. Ich weiß nicht. Ich brauche noch einen richtigen Monitor. Ich will hier auch eine schöne Maus haben und alles. Und ich komme mit meinen dicken Wurstfingern und so einem alten Smartphone-Ding, da komme ich nicht zurecht. Ne? Und ich will auch nicht so einen riesen Apparat mit mir rumschleppen, deswegen, ich habe nur so ganz kleine Dinger. Ne? Ich habe aktuell hier so ein S3 Mini. Ne? Also jetzt wirklich alles la Miniatur. So, was ist jetzt hier? Achso, hier falsche Taste gedrückt. So, Zwillingsreifen eben schon abgeschraubt. Und, also ich finde den Indoor-Sound jetzt zu leise. Den Ingame-Sound etwas zu leise, ne? Ich hatte den eben extra leiser gemacht, weil das so bolle laut war. Aber das lag an ihm hier. Der ist einfach hölle laut. Aber das Laptop, das stand auch zu laut. Also ich hatte einfach den Sound zu laut. Und hab dann voll Angst gehabt, dass euch die Ohren wegfliegen, wenn ich das hochlade.
Weil ich habe keine Zeit. Ich kann jetzt hier nicht hier noch 10 Stunden ausprobieren. Experimentiert. Ich mache jetzt ein Video, ich lade das hoch. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und mir auch. Natürlich, ich gucke meine eigenen Videos auch, ne? Ist mir auch gefallen. Manchmal lösche ich auch was. Wenn ich das nicht mag, das Video, dann lösche ich das auch. Das kann schon mal vorkommen. So. Haben wir diesen Acker auch schon wieder platt gemacht. Das heißt, hier kann dann auch wieder der nächste Naturdünger drauf. Ne? Das geht hier bam, bam, bam. Auf dieser kleinen Map hier. Theodor Verni. Ja, gleich müssen wir ein bisschen Gras machen noch. Aber das macht der Deutz. Wie gesagt, ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Ich habe das Gefühl, der 17er, der kommt in immer größeren Schritten, kommt der auf uns zu. Ja? Das dauert nicht. Ich kann das Cover schon fühlen. Ey. Ich habe es schon in meinen Händen quasi. So nah ist der schon. Und weh dem, das direkte Game läuft nicht. Ey. Das geht ja aus. Ah, war das jetzt jedes Mal so? Also bis zum ersten Patch musste man immer warten. Dann war immer Katastrophe. Naja. Aber wir haben ja ihn hier noch hier. Ne? Vielleicht am Legen, also die kleinen Seelherr und die Theodor Vernier werde ich versuchen, so lange wie es geht, noch weiter zu spielen. Bin mal gespannt, was so alles aufschlägt. Die haben ja gesagt, dass den Moddern alles zur Verfügung gestellt wurde und die ersten schon dran sind, LS17 Sachen zu machen. Dass quasi beim Release quasi schon die ersten Mods erscheinen werden. Und bin dann mal gespannt, ob da schon wirklich schöne Maps dabei sind. Gut. Erste Zeit lang kann man auf der Standard-Map rumtouren, es sei denn, die ist total grauselig, so die aktuelle Standard-Map. Ich finde, das ist mit Abstand die schlimmste LS-Map von allen. Das ist Björn Holm, ne? Geht gar nicht, echt nicht. Also in meinen Augen, das ist ja mal Geschmackssache. Der eine findet halt Fisch toll, der andere mag Fleisch und andere sind Vegetarier. Ist halt so. Ja, dann müssen wir halt gucken, wenn die Map einigermaßen schön ist. Ach hier, die Dings ist ja auch dabei. Die, jetzt vom Gold-Add-on, die ist auch sehr schön. Eine schöne Map und da kann man dann ja ohne Probleme auch ein bisschen drauf rummodden. Gibt's ja auch schon ein bisschen gemoddet. Sosnovka, wie heißt die, ne? Sosnovka, ne? Ja, dann spielen wir halt die Sosnovka, ne? Hab ich auch kein Problem mit. Ist eine schöne Map. So, hier mach du mal den Automatikus rein hier. Ich hoffe, der Hugo kommt hier mit so hochmodernen Geräten zurecht. Der fährt ja sonst auch nur Oldies hier auf der Map. Also dieser Hugo, ne? Ich habe ja ganz viele Hugos. Ich habe da einen ganzen Stall voll. Ne? Gehe ich einmal bei mir an der Werkbank, an der Schublade, ziehe ich auf und dann kommt da so ein Hugo raus. Das ist kein Problem. Und dieser hier ist halt auf Oldies spezialisiert, aber mit dem Deutz kommt der scheinbar auch zurecht hier. Ich werde das nochmal ein bisschen beobachten. Was machst du denn hier? Ist das so bei deinem Oldie? Ja, muss man an der Stelle zurücksetzen. Mhm. Ne, ich bin froh. Ich bin froh, dieser Typ, der diesen Autotractor programmiert hat, ne? In meinen Augen Halbgott. Also gerade zum Grasschneiden. Ey, was habe ich diesen Autotractor schon benutzt, ey. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Früher habe ich mir im Mähdrescher Gras eingetragen. Dann musste man natürlich auf der Map auch also in Manninger auch Gras eintragen. Und auf der Map natürlich auch einen Abladepunkt haben für Gras. Und dann konnte man mit dem Mähdrescher quasi Gras dreschen. Ja, und dann hat der Grasschwaden gemacht und die Graskörner quasi, die Grassamen, musste man dann halt, ne, das war dann so Beifang, das war mir auch egal. Weil ich keinen Bock hatte, immer Gras zu mähen. Und der Mähdrescher lief ja mit Helfer. Ne? So habe ich das früher gemacht. Ja, man muss nur, in der Not wird man erfinderisch. Ne? Und deswegen, ich bin total super, dass der Typ das Ding programmiert hat, ne, Autotraktor. Ey. So zum Ackern und so benutze ich den nicht, der ist dann doch wieder zum Ackern. Ach nee. Wie gesagt, zum Gras schneiden, top.
beste ever, ey. Ja, mal gucken, was wir machen. Ob wir auch für Stöppelkiss, ob wir da Mist drauf knallen. Oder Gülle. Das werde ich jetzt ganz spontan entscheiden, sobald ich gesehen habe, wie viel wir von was haben. Oh, das hält sich beides in Grenzen, gell? Komm mal rausgehüpft aus deinem Traktor. So, was sagst du? Achso, wir sollten uns das Menü auch anschalten. Das sind 18. 18 davon. Und Gülle haben wir noch weniger. Also wenn, dann gibt es Mist heute. Mist, wir können nur einmal noch mal gucken, was die Schweine so auf Lager haben. Die guten Tierchen. Wo sind sie? Hier sind erstmal die Mukus. Die Mukus haben Hunger. Die brauchen Gras. Schon wieder. Die armen Tiere. Ich habe die schon mal verkommen lassen. So, aber die Kühe. Ach so, nee, da bin ich ja gerade bei den Kühen. Ich horst. Ja, das wissen wir. So, 100 Schweine habe ich. Und die 100 Schweine haben gebaut. Mist. Ja, oh, und Gülle. Uiuiui. Wir haben, also bei den Schweinen geht es richtig ab. Kühe habe ich nur so mal zum Ausprobieren. Okay. Schweine, es gibt Schweinemist auf Stoppeln. Ja, sehr schön. Haben wir für heute schon wieder eine Aufgabe, ne? Das kann sich auch bis tief in die Nacht hineinziehen. Hallo. Oldtimer-Map. Ein bisschen eher bremsen, Diego. Das ist, wenn man von der Arbeit kommt, weißt du, sich den ganzen Tag schon überlegt, wie man jetzt am besten die nächste Aufnahme macht. Total heiß in den Keller, Diego YouTube Studios gestürmt kommt, ja. Und dann passiert das. Dann heizt du mit so einem schönen Königsteaser voll in dein Güllefass. Gucken. Wie lange machen wir denn? Ey, 20 Minütchen. Ne? Mehr mache ich nicht. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange, also wie groß die Datei gleich ist, die ich aufnehme zurzeit. Wie lange das Hochladen dauert. Ne? Ich habe keine Ahnung. Und ich spiele noch nicht weiter hier. Also erstmal, ne? Ich gehe dann direkt auf die Vierfach-Map. Die wollte ich euch ja mal zeigen. Ist natürlich voll das Kontrastprogramm zu dem, was hier läuft. Ja, halt nur mal so mal zeigen, was da so geht. Weil ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe so viele Mods, die werden immer nur kopiert, von Map-Ordner in Map-Ordner kopiert. Ja, aber benutzen tue ich die nie, ne? Und jetzt kurz vor dem Ende von LS15, Torschusspanik, muss alles mal ausprobiert werden, ne? Ich habe auch viele Standardmaschinen da, die ich total super finde, die ich aber nie benutzt habe, ne? Weil sich's halt nie ergeben hat, ne? Ja, aber sehen wir alles. Wir machen noch hier ganz wilde Vierfachgeschichten. So, ich würde hoffen, dass ich muss gleich nochmal nach dem... Oh, der Deutz ist nicht am Main. Warum ist der nicht am Main? Was ist denn mit dem Deutz passiert? Das müssen wir gleich wieder hinterher. Wir nehmen auch das große Gewicht, ne, erste Gabel. Erste Gabel anhängen. Und dann nicht hier dieses Deko-Gewicht, wir nehmen das richtige, das große. 700 Kilo braucht der hinten, weil... der kleine Hüpper, der ist so leicht, der schafft das mit dem 700 Kilo Gewicht kaum. Ja, die Gabel ist völlig übertrieben, ich weiß. Ich muss ja fertig werden, ne? Wenn man sagt, wir haben Stress hier. So, ich fahre noch einmal bis hoch zur Miste. Oder ich kann auch jetzt schon nach dem Holz gucken. Warum denn nicht mehr? Ne? So. Mein Deutz, was ist passiert? Was machst du? Was machst du denn hier? Du bist einmal im Kreis gefahren und denkst, bist fertig, oder was? Oh. Habe ich eingestellt, nur eine Bahn mähen, oder was? Dann dreht er hier ganz locker eine Pirouette und denkt, das ist alles cool. Oh, wir fahren hier noch ein bisschen in die Kurve. Naja, keine Angst, ich komme auch wieder. Wir zaubern da jetzt so eine kleine Beule in das Feld rein. Nicht, dass der wieder hier eine Pirouette dreht.
kommt denn jetzt auf das schmale Brett? So, mein Freund. Dann, zeig heute ganz. Oh, Frame Drops, habt ihr das gesehen? Aber das ist immer, wenn man Auto Tractor einschaltet. Da hatte ich gerade eine rote Anzeige sogar. Du kommst aber prinzipiell kommst du gut zurecht hier, oder? Wenn noch was ist, meldest du dich. Ja, rufst mich an auf dem Telefon, ne? Nummer hast du? Junge, Junge, Junge. Sieh zu, ey. Wir müssen fertig werden hier. So, dann wollen wir mal gucken, was hier unser Luxusgefährt so drauf hat. Ich vermisse ja mein Model Eicher-Skript, ne? Im 13. habe ich es noch rübergeholt. Model Eicher, ich bin ja ein ganz großer Model Eicher-Fan. Ne? Hat im 11er, noch bevor das die Klassiker der Landwirtschaft draußen waren, ein Ausklingfrontlader-Skript geschrieben. Und dieses Skript war Gott. Ja, absolut Gott. Im 13. habe ich es noch am Laufen gekriegt. Gut, der hat mir dabei geholfen. Ich habe ihn da angeschrieben und gefragt, warum das nicht ging und so. Und hat er gesagt, warum und so. Und dann lief es, ja. Aber im 15. habe ich es nicht ans Laufen gekriegt, ne? Ich weiß nicht warum. So. Wenn wir das Heckgewicht anwählen, dann klingt der Frontlader nicht aus. Das ist total buggy hier, das Game. Ne, weil bei Model Eicher musste man dann, also eigentlich so wie früher, ne, zurückfahren, dann so auf den Boden legen, ne, und dann, oder man hatte das halt drauf, dass man den passenden Schwung mitgenommen hat und dass da dann, ne, die noch mit so einem Gerät gearbeitet haben früher, die Kinder, ja, die wissen, was ich meine. Ja, schade eigentlich. Ich hätte nichts dagegen, wenn Model Eicher das vielleicht im 17er nochmal wieder implementieren würde. Weil ich fand das schon echt stark. Aber wir müssen jetzt mal gucken, was überhaupt kommt im 17er. An Oldie-Geschichten und so. Ne? Ich hoffe, dass da ja was bei ist für den kleinen Diego. Ne? Also ich finde, so große Maschinen finde ich auch, ja, ist auch schön. Macht auch mal, also ich finde das... Das ist auch so richtig dicke Dinger, ne? Finde ich auch total faszinierend. Ja, aber irgendwie, ja, die Oldies, die sind halt gemütlicher, ne? Das muss alles hier klappern, rappeln, schniefen und schnaufen, dann ist schön, ne? Was ist denn jetzt hier? Kommt mit dem Schlamm nicht zurecht, der Kleine. Upsa, und mit dem Diego kommt er nicht zurecht, weil er so komisch fährt. Sie zu. Ey, und wenn es geht, auf den Mischstreuer, ne? Nicht alles daneben schmeißen. Oh, da bin ich auch mal gespannt, wie das wohl wird. wenn man überall abkippen kann, ob das dann wirklich von der Frontladerschaufel, wenn das da runterfällt, ob das dann eigenen Haufen bildet schon. Ob das schon reicht. Oder ob das schon ein richtiger Anhänger voll sein muss. Das weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie die das programmiert haben. Dann habe ich aber auf jeden Fall neben jedem Mischstreuer habe ich aber einen Haufen liegen dann, wenn das so programmiert ist, dass, ne, weil das überall abkippen, das kommt ja, ne? Das ist ja scheinbar fester Bestandteil des Spiels. Lass uns mal überraschen. Was ist denn jetzt? Voll ist er, sagt er. Jupp, ist hier gut. Ich fahre nochmal hinter eine Seite. So, ach YouTube, komm, ja, wir machen noch einmal, wir müssen noch mal, ey, kann ich überhaupt ein Foto knipsen jetzt? Ich weiß gar nicht, wie man ein Foto knipsen kann. Ist aber doof. Ja, ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal ein paar Knöpfe. Vielleicht ist aber ein schöner Knopf dabei gewesen. Ich muss mal kurz gucken. Ah, warte mal, hier. Sekündchen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eins gemacht.
Ich bedanke mich bei allen, die so mutig waren und dieses Video sich angeguckt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich gelobe auf jeden Fall Besserung. Ja? Ich werde besser werden, hoffe ich. Habt euch lieb, ne?